Okay, ist hier sonst noch Zum Deckblattnotiz? Glück hatte ich mein Latein aus der Schule noch präsent. Die Nachricht lautete: Die Tabula Veritatis erscheint nur in einer Fundstelle. Die Inquisition gegen die ketzerische Verderbtheit von Nicolas Emmerich, AD 1376. Scan liegt bei. Die Nachricht war unterzeichnet vom Vizepräfekten des Vatikanischen Archivs. Simeon hatte Nachforschungen angestellt, nachdem er das Symbol von Hobbs Skizze erkannt hatte. Okay. Hey Tiana, schreibst du nicht eigentlich immer so? Das ist doch keine Hilfe. Okay. Münze an der Wand und Inventar, was? Du machst mich kirre. Okay, so. Du meinst jetzt hier die Keine der Münzen natürlich. sah aus wie die in meiner Tasche. Das war wohl kein Sammlerstück. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Okay. Jetzt hast du mich rausgebracht, was nicht gut ist, denn ich will ja gerne selber auf meine Lösung kommen und wenn, dann frage ich nach. Auch wenn ich manchmal so doof frage, oh Gott, ich weiß nicht weiter, aber wenn, frage ich direkt den Chat. So, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Wir kommen immer noch nicht Ich raus. konnte jetzt. Nein, okay, ich wollte es nur überprüft haben. Solange du deine Gehblockade hast, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Ich muss mal kurz überlegen. Also, von mir aus, wir haben die Münze. Die Münze habe ich ja schon ausprobiert, weil jetzt fokussiere ich mich darauf. Das ist das Blöde. Weil, genau. Keine der Münzen sah aus wie die in meiner Tasche. Das war wohl kein Sammlerstück. Genau. Das ist eben das, was mich jetzt. So, wir können hier nichts machen. Also muss ich wohl irgendwelche Sachen zusammenfügen. Würde ich jetzt so verstehen? Moment mal. So, das bringt hier auch alles nichts. Den Ring. Hobbs Zeichnung würde auch nirgendwo. Das war nicht. Ja, nein. Oh, shit. Zu schnell. Huch. Das hätte nicht funktioniert. Nee. Ich könnte mit dem Diamantring. Das war beinahe eine grandiose Idee. Beinahe. Ich will ja hier nicht noch nach dem Überfall hier auch noch einen Raub begehen. Wir haben den Diamantring, wir haben das Medaillon. Marquez Familienfoto. Das zeigt den Abschnitt, das auf Nikos Foto ist, aber. Hobbs Nachricht. George. Manchmal bringst du mich echt zum Grübeln. Was willst du jetzt von mir? Ich würde jetzt zu Nico gehen, sie um das Bild bitten, das mir da fehlt. Diesen Abschnitt. Wir machen das Simeons jetzt. Notizen, Ich muss was sie nochmal. auch war, ich vermutete, sie war der Grund für seinen Tod. Ja. Die Illustration zeigte eine Gruppe farbig gekleideter Figuren bei einer Art Ritual. Okay. Die blauen und grünen Figuren schienen die Sache zu leiten. Okay. Die Figuren im Vordergrund waren Waren rot. rot. Ich nahm an, es handelte sich um eine. Okay, das heißt, diese Darstellung, die müssen wir irgendwann nochmal machen. Wenn ich jetzt aber hier auf dem Foto, weil das war so meine. Guck dir doch das Foto an. Das war hier Marquez so. hätte das Foto niemals absichtlich Nein. zurückgelassen. Das ist so meine Idee, dass vielleicht hierhinter.
kann ja auch nichts machen. Ich komme nicht in mein Inventar. Der Vater, Marquez, die Mutter und hinten die Statuen, das Bild und dahinter ist der Kamin. Das war ein herrlicher Kamin. Das sage ich doch. Können wir... Oh, Junge, jetzt komme ich so langsam. Es ist aber auch hier gar nichts. Auch nicht bei den Möpsen. George. Ruf doch mal Nico. Nico war gegangen, um sich das Blut von den Sachen zu entfernen. Ich wollte nicht stören. Oh, okay. Möchten Sie nicht stören? Gibt es... Es war nicht die... Okay. Anrufen können wir, lohnt sich anscheinend gerade nicht. Oh Mann. Ich bin zu nah am Projekt. Ich sehe den Wald vor lauter Bäume nicht. Auch hinter diesem Bild ist ja auch gar nichts, ne? Das hängt einfach nur schief. Sofa. Wir haben das Sofa noch nicht angeguckt. Das Sofa sah ja schlimm aus. Aber da steckte etwas zwischen den Kissen. Wunderbar. Was war das? Es war eines der Fotos, die Nico während des Diebstahls gemacht hatte. Es zeigte einen Ausschnitt von La Maledictio. Marquez hatte etwas draufgeschrieben. Okay. Marquez hatte das Wort Sans über die Fotografie gekritzelt. Was er wohl damit meinte? Judas? Marquez hatte eine der Figuren eingekreist und Judas dazu geschrieben. Wollte er sie als Judas Ischariot kennzeichnen? Im Religionsunterricht war Judas definitiv einer von den bösen Jungs. Und... Marquez hatte eine der Figuren in der Pyramide eingekreist und mit Magdalena gekennzeichnet. Das musste Maria Magdalena bedeuten. Würde ich auch sagen. Ist hier sonst noch irgendwas Interessantes? Nein. Hey George, hast du was gefunden? Ja. Marquez-Medaillon. Und eins deiner Fotos von dem Raub. Marquez hat es ganz voll gekritzelt. Ich glaube, er hat versucht, irgendwas auf dem Gemälde auszutüfteln. Simeon hatte wohl recht. Das Gemälde ist eine Art Landkarte. Wir sollten... Warte mal, mein Handy. Hallo? Oui. Hier spricht Inspektor Lavette. Ich suche den Amerikaner Mr. Stoppard. Ist er bei Ihnen? Ja, er ist hier. Mon Dieu. Bleiben Sie ruhig, Madame. Wo genau sind Sie? In der Wohnung meines Nachbarn. Aber wieso fragen Sie? Keine Sorge. Ich bin gleich da. Seien Sie sehr vorsichtig. Er ist bewaffnet und höchst gefährlich. Aber er wirkt so charmant. Glauben Sie mir, Madame. Er ist ein Leopard im Schafspelz. Dieser Inspektor... Das war Navette. Du hast ein größeres Problem. Lane hat mich bei Simeons Leiche gesehen. Er hat mich sicher verpetzt. Tja, Navette ist unterwegs. Und er wird jeden Moment hier sein. Ich hau ab. Wir müssen los, Nico. Sofort. Yep. Die Hintertreppe runter. Wir gehen durch Fleurs Laden. Okay. Wir sind nur auf der Flucht. Ist gar nicht auffällig. La petite Fleur. Ah, da seid ihr ja. Gerade rechtzeitig. Für was? Sorry, Fleur. Wir haben keine Zeit. Wie ihr wollt. Verdammt, Sergeant Mouet steht vor der Tür. Er redet mit jemandem. Oh oh, das ist Adam. Wer? Mein Nachbar. Ah, der Mops-Fan mit der verwüsteten Wohnung. Ja, genau der. Der Mops-Fan. Hey Fleur, schön dich wiederzusehen. Du hast uns erwartet? 30 Sekunden später und sie hätten dich erwischt. Angeklagt wegen des Mordes an einem Priester. Wow, woher weißt du davon?
Nachrichten verbreiten sich schnell im Äther, George. Nimm das. Was soll ich denn mit einem Garnknäuel? Moe mit einem hübschen Zopfpulli bestechen? Du wirst einen Weg finden. Jetzt entschuldige mich. Kümmer dich mal um einen Fluchtplan. Oh. Hi, Adam. Hi, Nico. Die sagen, ich kann nicht rauf in meine Wohnung. Echt? Ich frag mich, wieso. Ja, ich frag mich auch, wieso. Ich bin übrigens George. Adam, ich bin der Nachbar von Nico. Ich weiß. Ich meine, interessant. Fleur, darf ich eine Weile hier sitzen, bis die Polizei mich reinlässt? Aber klar doch. Ja. Und was jetzt? Sieh du dich um. Ich schau mal, ob man an Moe vorbeikommt. Okay, also, das ist der Mopsliebhaber. Wir haben ein Wolgan dazu bekommen. So, ich guck mal eben, ob ich hier ein paar Blumen noch stibitzen kann. Natürlich. Mach schon, George. Nimm dir ein paar. Vielen Dank, Danke. Fleur. So, dann haben wir davon was. Stereoanlage können wir aktivieren wahrscheinlich. Wir können den Rollwagen benutzen. Einmal kurz die Lage checken. Hier hinten ist ein Karton. An der Wand waren Kartons aufgestapelt. Sie waren alle beschriftet. Blumensteckschaum. Blumendünger. Okay. Bänder. Okay. Pipi. Pipi? Straußanhänger. Pipi? Meine Neugier war geweckt. Ja, meine auch. Es war eine Plastikstatue. Eine Plastikstatue? Können wir die mitnehmen? Vorsicht damit! Eben erst reingekommen. Spezialbestellung. Was ist das? Eine Mannequin-Piss-Nachbildung. Wasser und Batterien rein, einschalten und strollala. Oh mein Gott. Schick. Okay. Wir haben jetzt eine Mannequin-Piss-Puppe. Und ich würde mal sagen, die legen wir jetzt mal in den Wagen. Nein? Doch. Ich stellte die Statue in den Wagen. Und können wir die denn jetzt anschieben? Ich gab dem Rollwagen eine Fleurs Kugellager, waren richtig gut geölt. Moe wurde aufmerksam, aber das war's schon. Okay. Jetzt hole ich den wieder rein, oder was? Ich hoffte, Moe hatte mich nicht bemerkt. Nein. Es reicht nicht, wenn man so am Türrahmen steht, fällt das nicht auf. Wir müssen noch ein paar Blümchen mit rein. Ich wusste nicht, ob das sinnvoll war. Ich auch nicht. Das heißt, dann deswegen machst du es nicht. Okay. Dann machen wir doch mal die Stereoanlage an. Fleurs Klassiker plärrten hinaus auf die Straße. Okay. Wenn wir wieder raufgingen, würde Navette uns sicher schnappen. Das habe ich mir schon gedacht. Adam hörte Musik mit einem altmodischen, portablen CD-Player. Moment, ich habe eine Idee. Tag, Adam. Oh, hi George. Was kann ich für Sie tun? Wissen Sie, was die Polizei da macht? Nein, wollte sie mir nicht sagen. Gut, ich meine, sonderbar. Es ist ärgerlich. Ich bin wirklich müde. War eine lange Fahrt. Wo waren Sie denn, Schönes? Ich komme gerade von einer Münzmesse zurück. Es war mega. Wie faszinierend. Wir reden mal mit ihm über Nico. Vielleicht hat er sich in sie verguckt. Und dann können wir sagen, hey, wir helfen dir. Gib mir den CD-Player. Kennen Sie Nico gut? Nein, nicht sehr. Gut.
Ich meine, gut für Sie. Diese Eifersucht immer von Nico oder von George. Erzählen Sie doch mal von dieser Münzmesse. Die größte in Europa. So viel zu sehen. Glaube ich gern. Hey. Du, ich hab da was für dich. Ich krieg deinen CD-Player, du kriegst meine was Münze. Was hören Sie da Schönes? Meine Meditationsmusik. Donnernde Meereswellen und plätschernde Waldbäche. Okay. Pass mal auf. Und was halten Sie von dieser Münze? Oh mein Gott, eine 12-Rubel-Münze aus Platin. Ehrlich? Wird ein harter Tag, Adam. Behalten Sie die Münze. Ist das Ihr Ernst? Ich lasse sie von meinem Freund Stefan schätzen. Sein Münzladen ist gleich um die Ecke. Hey, vielleicht könnten Sie mit dem Geld ja Ihre Wohnung renovieren. Aber die muss nicht renoviert werden. Das kann man so oder so sehen. Die Kopfhörer. Hallo. Gut. Wir nehmen den CD-Player mit. Lautstärke. Ich wollte an Adams Lautstärkeeinstellung nichts ändern. Warum? Der Deckel ging nicht auf, während die CD lief. Okay. Ich hielt die CD an. Ocean Dreamscapes. Genau das Richtige an so einem Tag. Ach ja? Okay, gibt's hier sonst noch irgendwas Interessantes? Nein. Kann ich die nicht dann in Ihre Stereoanlage packen? Fleur, was dagegen, wenn ich andere Musik auflege? Gute Idee! Das Plätschern zeigte seine Wirkung auf Moe. Aber es genügte noch nicht, um die Fluttore zu öffnen. Ah, wir wollen ihn wieder auf Toilette jagen. Batterie. Wir brauchen Batterien und Wasser. Gibt es hier irgendwie die Möglichkeit, ans Batteriefach zu kommen? Wo? Da. Die könnte ich irgendwann brauchen. Okay. Jetzt habe ich's verstanden. Wir brauchen Water. Wasser. Wo war denn Wasser? Haben wir hier irgendwo eine Gießkanne? Ich habe auch kein Wasser, ne? Oh, Whisky. Wir schütten Whisky. Oh yeah. Wir schütten Whisky in die Puppe. Mit dem... Eine Reihe fröhlicher LEDs leuchtete rund um die Figur auf. Okay. Und jetzt noch den Whisky da rein. Slainte, mein Pinkelprinz. Slainte. Wunderbar. Und jetzt viel Spaß, Mui. Gut. Okay, Moe wäre aus dem Weg. Gehen wir, Nico. Wohin? Bijou besuchen. Weg. Sie hat mir vom ersten Tag an Lügen aufgetischt. Und jetzt will ich die Wahrheit. Genau. Komm, Nico, mit. Du behauptest also, Bijou und Hobbs hatten eine Affäre? Ja, also hat sie mir einiges zu erklären. Ich klingel, weil wir haben ja immer noch keinen Schlüssel. Obwohl? Ah. Bijou, ich muss mit Ihnen reden. Kann das nicht warten? Ich habe so Kopfweh. Nein, auf keinen Fall. Ah, na gut. Eigentlich müsste ja an dem Schlüsselbund, den wir von ihr bekommen haben, eventuell auch ein Haustürschlüssel sein. Oh Gott, diese Leiche, ich will nichts sagen. Die Leiche liegt da jetzt schon einige Tage. Bei Tageslicht und ohne den Nebel der Räucherstäbchen sah die Wohnung noch schräger aus. Aber ist ja egal, es liegt da eine Leiche in der Wohnung. Schon seit Tagen.
ungekühlt.